Und damit seid gewusst, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ender im neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee. Ah, okay, hier sind wir. Wir sind noch auf dem Dach von Prismania City Einkaufszentrum. Jo. Da sprechen wir mal gleich mit ihr. Und los geht's mit einem neuen Part. Ich hab Durst. Ich will jetzt sofort was aus dem Getränkeautomaten haben. Kannst du gern haben. Ich habe hier gerade eine Limo. Ach, was soll es? Ach so, die habe ich gleich an Evoli verfüttert im letzten Part. Ja. Dann kauf dir doch was. Du kriegst doch bestimmt Taschengeld von deinen Eltern. Sie kann seinen eigenen Namen sagen. Hm, interessant. Ein Wanderer wie mir liegt es einfach im Blut, ohne hohe Orte zu erklimmen. Ohne hohe Orte zu erklimmen. Das geht ja schon prima los hier heute, diesem Part. Selbst wenn es sich dabei um ein Einkaufszentrum handelt. Okay, alles klar. Meine Schwester ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie ein unglaublicher Quergeist sein. Das macht mich einfach ganz verrückt. Okay, Taubsi. Tau. Okay, das kann nicht seinen Namen sagen. Ein besonderes Taubsi hier. Cool. Na dann, hinunter mit uns. Genug geshoppt. Dann mal ins Erdgeschoss. So schaut's aus. Und hinaus mit uns. Hier. Aus Prismania City hat uns wieder mit seiner wundervollen Musik. Ich habe Pokémon-Musik schon immer. Wow, Rocco. Was macht denn der hier? Oh, hallo. Was für ein Zufall. Was ich hier mache, fragst du? Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City. Ja genau, als Arenaleiter lege ich nämlich großen Wert darauf, mich meinen Kollegen auszutauschen. Weißt du, so bin ich eben, ein Profi durch und durch. Leider sehen das meine Kollegen nicht alle so. Diesmal bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Marmoria-Cracker wären als Mitbringsel gedacht. Hier, du kannst sie haben. Ich brauche sie nicht mehr. Du heißt Marmoria-Cracker von Rocco. Du verstaust das Item in die Medizintasche. Wenn ich Marmoria-Cracker knabbere, krieg ich immer einen ganz trockenen Hals. Trink daher am besten ein schönes Tässchen Tee dazu. Tässchen Tee erhalten? Was wir damit anfangen können, das wissen wir ja. Du verstaust das Item im Beutel. Oh, verflixt. Ich wollte doch eine Tasse für den Wachmann aufheben. Er sah so lustig aus. Ach, bringe ich ihn vorbei. Naja, das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls scheinst du auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Das lob ich mir immer weiter so. Und der Tee ist immer noch warm? Ich meine, den trägt er seit einer Weile mit sich rum. Er trägt eine Tasse Tee mit sich rum in seinem Rucksack. Und da ist noch alles drin in dieser Tasse und der Tee ist noch warm? Ja gut, haben wir damit festgestellt, dass Rocco zaubern kann? Oder einen guten Transport, ein gutes Transportmittel für Tee hat, also für Tassen mit Flüssigkeit drin. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Tasse versucht habt zu transportieren, also nur mal vom ersten Stock eines Gebäudes die Treppe hinunter bis ins Erdgeschoss. Ich mache das jeden Tag, aber gut.
auf Arbeit. Ich muss jetzt nicht zu viel über meine privaten Sachen reden oder über meine arbeitlichen Sachen, aber habt ihr schon mal versucht, eine Tasse mit Tee eine Treppe runterzutragen? Ich meine, wenn man gut aufpasst, geht das, aber in den Rucksack stecken und komm, hör mal auf damit. Prismania Appointments. Ja, realistische Dinge in Pokémon. Okay, was haben wir denn hier? Okay, das kommt mir seltsam bekannt vor. Da war ich doch schon mal in Pokémon Gelb. Da habe ich hier doch bestimmt irgendwas gesucht. Ja, das war auch dieser Part. Ja, ich kann mich dran erinnern, dieser Part. Der hieß, glaube ich, auf der Suche nach der nächsten Pokémon Arena. War das das? Da habe ich in diesem Haus nach einer Pokémon Arena gesucht oder so. Es war nicht ganz offensichtlich. Pokémon Gelb. Piep, piep. Von seinen geliebten Pokémon umgeben zu sein und in aller Ruhe ein Tässchen Tee zu trinken. Das sind die Momente im Leben, die wirklich zählen. Okay. Nido, nido. Und da hinten ein Mauzi, das nicht sprechen kann. Mautz. Das kann ich mal seinen eigenen Namen aussprechen. So sieht's aus. Hinauf. Okay, ein Treppenhaus. Hier wohnen die Leute scheinbar. Ich dringe hier einfach in ihre Gebäude ein, in ihre Wohnung. Eine Firma, in der man sich jeden Tag im Anzug antanzen muss. Die man nicht in. Eine Firma, in der man nicht jeden Tag im Anzug antanzen muss. Das macht mich ganz schön neidisch. Ich kenne einige. Ich halte hier gerade ein Meeting mit einem vielversprechenden Kunden ab. Willst du mitmachen? Nicht so unbedingt. Ich möchte jetzt vor allem weiter. Ich möchte jetzt hier das Gebäude erkunden. Und weiter hinauf. Und dann werden wir vielleicht heute noch dazu kommen, uns mal in die Richtung des Team Rocket Verstecks zu begeben und da mal was zu erforschen. Ah, hier werden Nintendo Switches entwickelt oder was. Schön, dich zu sehen, Pokémon Trainer. Du weißt zwar wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schau noch mal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Einen Titel? Okay. Wo kriegt man einen solchen Titel? Ich bin der Grafiker. Ich war es, der das Design für dich entworfen hat. Ah, Game Freak. Die Game Freak Abteilung hier. Verstehe. Ihr Deppen. Was ihr hier so alles entwickelt habt. Ich bin der Programmierer. Ach, der Arsch. Die ganzen unlogischen Dinge. Guck mal, nichts, jetzt versteht mich nicht falsch. Also, Game Freak hat gute Arbeit geleistet, sind gute Sachen, also gute Sachen entstanden, aber unlogische Dinge in Pokémon haben wir gerade besprochen, also und manche Pokémon Sprites, die, also ja, dann was habt ihr in der Game Freak Abteilung geraucht? Ganz im Ernst, ich mag euch. Nichts für ungut, also keine Arbeit. Es wird eh keine Arbeit, falls das irgendwann mal jemand in ein paar Jahren sieht. Ich bin der Projektleiter. Dir scheint dieses Spiel ja eine Menge Spaß zu machen. Das freut mich. Viel Erfolg mit deinem Pokédex. Sag Bescheid, wenn du ihn vervollständigt hast. Mach ich doch das. Ja, also geiles Spiel, geile Spiele. Wundervolle Musik, also noch bessere Musik. Ein geniales Konzept, aber die Pokémon, die neuen Pokémon, die entwickelt werden, da wird mir ja manchmal Angst. Mehr Angst drum. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nichts zu vergessen, Sabrina. Oh, der Story-Erfinder. Ja, der hat ordentlich in der Arbeit geleistet. Nicht schlecht. Jo, ein Pokéball. Ach so, dafür sind wir hier hochgestiegen. Dafür sind wir bis aufs Dach geklettert. Drei Energiebonds. Ah, was auch immer. Ach, ein Bonbonglas. Dann wären wir hier mal drin gewesen. Okay, hier kann man seltsamerweise nicht lang. Ein Quappo. Quappo. Okay. Hallöchen.
Und du so? Mit dir will ich reden. Papu ist mein bester Freund. Er hat sich aus einem Kapuzzi entwickelt, als ich einen Wasserstein auf es angewendet habe. Okay, alles klar. Das sind nur Trainertipps. Und das Pokémon-Center, da wären wir immer rumgegangen oder was? Ich lade mal kurz mein Pokémon-Team auf. Ist nicht schlecht, kann nicht schaden, bevor wir uns zum Rockets kleinen Versteck gehen. Ja, wird jetzt sicherlich nicht so schwer werden, die Herausforderung des Team Rockets, aber sicher ist sicher. Die Rüppel von Team Rocket sind jetzt nicht die härtesten Gegner, aber ja. Die Musik einfach genial. So, wo ist es? Das Casino hier. Sorry, die Spielehalle. So, ich glaube, das sollten wir noch mal ausprobieren. Da läuft ein Spiel, bei dem man viele Pokémon zu einem Ziel lotsen muss. Achso, das können wir gar nicht spielen, oder was? Du findest eine Nanabeere. Ah, versteckte Items. Alles klar. Und spielen können wir hier nicht. Naja, dann würde ich mal sagen, gleich hier runter. Schleichen wir uns ins Rocket-Versteck. Ui, das Rocket-Versteck. Na denn. Schauen wir uns mal hier ganz entspannt um. Oh, ein Trainer. Der erste Trainer, der uns herausfordert. Hätten wir nicht gemusst, hätten wir einfach die Treppe runtergegangen. Wer bist du? Und wie bist du hier hereingekommen? Team Rocket, Herausforderung. Bats. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Mit drei Pokémon schon. Was? Der erste Rüpel hat gleich drei Pokémon. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass der erste Gegner, der mir hier begegnet, gleich drei Pokémon hat. Okay, Rankenhieb. Versuchst du mal, Peter. Gib dein Bestes, solange du kannst. Ja, es ist nicht sehr effektiv, Pepe gegen Smogon. Aber ja. Man kann es ja versuchen. Ja, ich setze gleich den nächsten ein. Pepe besiegt. Okay. Hat sich selbst besiegt. Smogon. Ja, gut, dann der nächste bitte. Ich würde mal sagen Diktri. Den können wir ein bisschen trainieren. Vielleicht kann der sich ein bisschen behaupten. Thomas Gottschalk gegen Radfratz. Naja, das wird wohl gehen. Na, der heißt Diktri, der hat keinen Spitznamen, aber ja, ich nenne es jetzt mal so. Fairzeit. Schaufler. Das wäre, glaube ich, der Spitzname, den ich dem gegeben hätte. So schaut es aus. Raffratz besiegt mit Schaufner. Ja, war jetzt denkbar, dass das Team besiegt. Holla. Kann ich mich weiterkämpfen? Durch mich gerade verschluckt. Nein, nicht verschluckt, aber gut. Nicht drüber reden. Radfratz, was ich so ein bisschen habe, wenn ich in einem Rocket-Kampf bin. Ja, ist nicht gerade spannend, so ein Team Rocket-Riepel-Kampf. Da kann man mal ein bisschen gelangweilt sein und vom Thema abkommen. Sorry. Das ging in die Hose. Du gewinnst 812 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den ärgsten Team Rocket-Riepel hervor. Sind hier noch weitere? Nein. Hier ist erstmal nur das Item. Drei Stärke-Bonds. Wozu wir diese ganzen Bonds noch brauchen? Hier ist eine Tür versperrt. Ein Tor, genau gesagt. Ja. Wir sollten sie vielleicht mal einsetzen, aber gut. Ich denke mal, je weiter wir nach unten kommen, desto besser ist das. Weil ganz unten wahrscheinlich die Bosse rumhängen. Der nächste Trainer. Oh nein, ich sehe da schon was, was mir nicht sehr gefällt. Im hinteren Eck dort, Warpfelder. Ich habe gehört, mit einem Sliffscope und einem Sliffscope kann man alles durchschauen, sogar Gespenster. Dann müssen wir vielleicht noch ins Sliffscope-Gebäude, was wir wahrscheinlich nicht in dieser Stadt finden. Ich vermute, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir zum Sliffscope-Gebäude kommen. Das wird noch ein paar Parts benötigen.
So, wie wäre es mit Doppelkick? Evoli. Los, Blackie. Hau rein. Okay, hau rein sieht normalerweise ein bisschen anders aus, aber ja, okay. Okay. Dann halt Flackerbrand. Na komm. Zack. Nur, ja, das ist schon ein bisschen effektiver. Und Verbrennung. Das ist immer gut. Na komm. Verbrennung schadet ihm. Sehr gut. Wir kriegen dieses Glück nur doch wohl klein. Ja, nice. Jetzt Verbrennung und ja, die nicht. Pro besiegt und Trainer besiegt. Nice. So kann das gehen. Level 28 für Diktri. Ich gib's auf oder sowas in der Art. Habe ich zu schnell weggeklickt. Sorry. Du gewinnst 812 Pokémon und dann gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Team Rocket Trüppel Nummer 2 hervor. Na dann. Warpfelder. Gehen die nur zu dem Item hier oder finden die uns auch weiter? Mal schauen. Nicht, dass ich hier in einen Kampf gerate. In den Kampf berate, ja. Genau so. Item. Ich hole es mir. Ein Nugget. Oh, geil. Das können wir verkaufen. Das bringt Geld ein. So, dann hier entlang. Die Schalter jetzt hier beim Team Rocket. Aufwecker. Auch nicht schlecht. Kann man gebrauchen. So, wenn ich da drauf gehe, dann... Ja, könnte klappen. So, nein, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Was denn, was zum Geier? Ach, verdammt. Nein. Auch wieder der falsche Knopf. So, da will ich lang. Ja, okay. Dann muss ich jetzt... Ja, hier lang muss ich. Zack, dahin. Und hier den Pokéball. TM05 Erholung. Naja. Auch was wert. Hier so. Vielleicht... Ja, darunter. Nein. Verdammt. Ja, der hat mich auch nur dahin gebracht. So. Da lang, da links. Vielleicht so lang. Und dann jetzt hier drauf. Ja, okay. Nein. So lang. Nein. Was gehst du noch da lang? Ach, was soll's. Hier runter. So, okay. Hier haben wir noch ein Item. Item sammeln im Rocket. Oh Gott, hier. Beleber. Das ist nice. Kann man gebrauchen. Ach, diese verdammten Rätsel hier. Ist aber nicht dasselbe, oder was? Nee, ist ein anderes. Noch ein Item für mich. Sonderbonbon. Neusens. Bonbonglas. Das ist mein Bonbon, was man gebrauchen kann. Ja, okay. So lang. Darum. Und dann so längst. Okay, da gibt es noch ein Item. Item sammeln. Kapsel X Tempo. Okay. Ist ja hier in Pokémon Let's Go Evoli nicht so, dass das Itemlager voll wird. Okay, hier müssen wir nochmal kämpfen. Und da geht es weiter runter. Nice. Sehr gut. Wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Es wäre besser für dich, wenn du dich Team Rocket nicht in den Weg stellen würdest. Es wäre besser für euch, wenn ihr euch nicht mir in den Weg stellen würdet. So sieht's aus.
zwei Pokémon von Trainer Nummer 3. Getriebe Nummer 3. Ich geh los, Blacky, du bist dran. Ich würde mal sagen, Sternschauer. Ja, Flackerband müssen wir nicht für den Radfratz einsetzen. Geht vielleicht auch so. Auf Warnruf reagiert, okay. Sternschauer, mach's alle. Ja, nice. Und das Radfratz angreifen konnte. K.O. Na dann, nächstes Pokémon, her damit. Flix erhält ein Level 21. Sehr gut. Voltoball. Okay. Von mir aus. Voltoball. Ja, ein typisches Team Rocket Pokémon. Dann weiterhin Sternschauer, würde ich mal sagen. Ja, warum nicht? Ist effektiv. Weckruf. Aha. Verstehe. Und Sternschauer. Da war es im Voltoball geschehen. Und den dritten Team Rocket Rüpel zum Versteck, den ich besiegen muss. Rüpel von Team Rocket besiegt. Uff, ich bin am Boden. Du gewinnst 812 Pokémon da lang. Sie kriegst aus dem Kampf gegen Team Rocket Rüpel Nummer 3 hervor. Jo, und weiter geht's. Okay, hier gibt's weitere Items. Items. Kann man nicht genug von kriegen. Gibt's hier viele, sehr viele. Hypertrank. Ich beklag mich nicht. Gut für mich. Oh, das Item wird bewacht. Aha, kann ich es ihm vor der Nase wegschnappen? Scheinbar nicht. Hallöchen. Och, du kannst den Aufzug nicht benutzen. So ein Pech, aber auch. Tut mir leid, dir das mitzuteilen zu müssen. Den Aufzugschlüssel habe ich. Und ich bin unbesiegbar. Na, das wollen wir mal sehen. Rocketrüppel Nummer 4. Mit einem Pokémon unbesiegbar. Ein Slimer. Im Ernst. Los, Blacky. Dann gibt er uns dann den Schlüssel. Hoffentlich. So, Kampf. Wie wäre es denn mal mit Flackerband? Ja. Ja gut, zur Hälfte schon besiegt. Ist unbesiegbar. Ja, klar. Alles Klärchen. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Na dann, haben wir gleich schon den Fahrstuhlschlüssel und dann sind wir, können wir überall hin und dann sind wir durch. Easy peasy, lemon squeezy. Du gewinnst 812 Pokémon der Long, gehst siegreich aus dem Kampf gegen Team Rocket Rüpel Nummer 4 hervor. Unbesiegbare. Ah, meine schönen Aufzugschlüsse. Ich darf ihn nicht verlieren. Du denkst, du hast gewonnen. Falsch gedacht, jetzt kommt mein Plan B. Er haut mit dem Schlüssel ab, oder was? Ja, dachte ich mir doch schon. Und hepp! Weggeworfen, oder was? Oh, da drüben ist... Da drüben sieht es schon sehr final aus. Ohne diesen Schlüssel kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn dir doch, wenn du kannst. Ich wünsche schon einen Weg. Hier lang vielleicht. Kisten hochklettern nicht. Einen Weg da hoch. Jemand eine Idee? Hier vielleicht lang auf den Tisch klettern, auf den da hinsteigen. Nee. Hier wohl gerade eher nicht. Wäre ja zu einfach gewesen. Wie kommen wir jetzt zum Team Rocket Chef? Den Giovanni. Okay. Müssen wir vielleicht irgendwie einen anderen Raum benutzen. Irgendwie einen anderen Gang entlang. Lieber hier. Könnte man mal versuchen. Ja, ich muss mal kurz aufs Uhrchen gucken. Wie sieht's aus mit der Zeit? Ein bisschen können wir noch, ein paar Minütchen machen wir noch.
den Trainer hier besiegen, die Trainerin, wie es ausschaut. Sieh an, unser kleiner Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier hineinschneiden würdest. Dann weiß der Chef also auch Bescheid, dass wir kommen. So sieht's aus. Dann ist er also schon vorgewarnt. Der Überraschungsmoment ist also nicht mehr geleistet. Ist nicht mehr möglich. Eingolbert. Na, das kriegen wir doch wohl. Das ist doch wohl kein Problem. So, Evoli, einmal Flackerband, dann haben wir's. Und zack. Okay, da habe ich mir ein bisschen mehr drunter vorgestellt, aber ja, haben wir gleich besiegt. Gar kein Problem. Evoli verwirrt. Ja gut, das ist schon ein Problem, aber das dürfen wir trotzdem hinkriegen. Hat sich selbst verletzt. Mann, Blackie, was ist los? Na komm, wir werden doch wohl noch einen Golbat hinkriegen. Ein Golbat besiegen. Ist jetzt wohl kein Umstand. Na komm. Was denn los? Wirst du dich jetzt hier von einem Golbat geschlagen geben? Ich will ja nichts sagen. Golbat, Team Rumpelt. Hau Rinne. Blackie? Evoli? Hallo? Hallöchen? Da, fuck! Hat gerade mein Evoli gegen... Wurde mein Evoli gerade von einem Golbat besiegt? Excuse me, what the fuck? Mein Evoli. Mein Starter-Wuckmann. Von einem Team Rocket Golbat. Das ist eine Nummer. Da fehlen mir auch die Worte. Die Schaufler konnte hier nicht gesetzt werden. Das Ding schwebt oder was? Kratzfurie. Na komm. Das Golbat, das verfickte Golbat hier. Sorry für die Worte. Das Wort, das Golbat. Nee, lass mal lieber. Braucht man nicht. Keine Psywelle. Nein. Was ist denn hier heute mal los? Na komm, nein. Danke. Kid erreicht Level 28. Rübe besiegt. Rübe Nummer 5. Ich hab verloren. Das kann doch nicht sein. Du gewinnst 812 Pokémon und dann gehst siegreich aus dem Kampf gegen Team Rocket Rübe Nummer 5 hervor. Und weiter geht's. Okay, das ist hier nur eine Sackgasse. Finsteraura. Okay, das können wir gebrauchen. Wie weiter finden wir einen Weg? Einen Weg zu den Chefs. Zu der Chefabteilung. Okay, vielleicht müssen wir hier irgendwie durchkommen. Müssen wir das Rätsel hier bestehen? Ja, das bringt uns nur hier hin. Und ich dann hier drauf. Und dann hier drauf. Und dann gleich nach. Und dann gleich nach oben. Dann komme ich vielleicht mal hier hin. Ja, sehr gut. Und dann komme ich hier mal weiter. Das wäre vielleicht eine Option.
kommt man hier zum Fahrstuhl, den wir nicht öffnen können. Ohne den richtigen Schlüssel scheint es sich hier gar nichts zu tun. Okay. Hier entlang. Okay, hier stehen einige Raubgetriebe rum. Alles klar. Ein Item. Hypertank. Okay. Okay, schleichen wir uns hier vorbei. Noch ein Item. Ja, hier können wir scheinbar nicht vorbei. 5 Superbälle. Nicht schlecht. Hier ist scheinbar nicht der Weg, den wir brauchen. Aber gut. Ja, offensichtlich nicht so. Naja, dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, ein Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video gefallen haben. Mal auf jeden Fall, wo wir schon mal zum Aufzug hinkommen. Na dann, lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal sitzt seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwangquest verpassen wollt. Man sieht sich im nächsten Part von Let's Go Evoli hier im Team Rockets Quartier wieder. Im Team Rocket Versteck. Bis dahin, habt eine angenehme, fröstliche Zeit. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.